Moin allerseits und willkommen zurück zu Dreadout und ja. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ich höre nur, dass da hinten irgendwo ein Mädel am Rumholen ist. Ist aber schön, dass ich hier meine Taschenlampe übrigens anhab. Eine Taschenlampe? Naja, egal. Meine Lampe anhabe und die irgendwie so gut wie gar nichts hier anleuchtet. Ich meine, ich könnte genauso gut ohne Taschenlampe laufen. Warte mal, hier ist jemand. Oh. Okay. Hi. Wie geht's denn so? Okay, du bist weg. Und hast was liegen gelassen? Was ist das? Ist schön, dass vor allen Dingen das Blitzlicht weitaus besser leuchtet als mein Handy. Richtig. Wir untersuchen eine bizarre Serie von Grabschändungen. Bisher können wir nur bestätigen, dass in allen Gräbern verstorbene Kinder beigesetzt waren. Der Sprecher der örtlichen Polizei machte keine näheren Angaben. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Okay. Da steht aber ganz viel mehr Zeitung hier und so. Was? Was? Ist das hier ein kleines Dorf oder was? Nö, das sind einfach nur zwei Häuser und ein Dach. Das sieht so aus wie das von der Schule. Hier heult schon wieder jemand. Das hört sich aber irgendwie menschlicher an. Nicht so tot, geisterhaft. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nö. Da war doch... Ah ja. Geiler Kalender. Nee, da kann ich nicht lang. Wer holt denn hier? Hm? Da holt Müllsack. Auch einen guten Tag. Was ist denn mit der passiert? Was? Wie? Was? Wieso liegt die denn jetzt da? I'm okay. Lynn. Sal. It's not deep. I'm fine. Thank God. Ja, es ist nicht But tief, yeah. Ja. I don't know. I don't know what came over her. Lynn, Ira, your friend. You have to save her. I know she'll listen to you. I tried to hold her down, but she was too strong. We should have turned back at the bridge. This is my fault. Da hab ich doch gesagt, ich würde ja wieder zurückfahren, aber nein, mir hört ja keiner zu. Alle laufen so was weiß ich wohin. Und sag mir nicht, dass sich hier ein Vampir gebissen hat. Also wenn du hier irgendwie anfangen tust, später auf einmal wie blöde zu glitzern, ne, dann hol ich Alucard. Ja, wird sie schon. Die wird sich schon nicht in einen Zombie verwandeln oder so. Dafür hat sie ja schon selber gesorgt. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nee. Nee, da. Ich gehe da lang. Da kann ich nicht rein. Hier ist das Klo, mehr oder weniger. Ja. Mach ich schon. Irgendwie. What? Was ist denn hier passiert? Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass das, was da passiert ist, quasi all den ganzen Krach von da draußen
überschattet hat? Nein, übertönt hat. Ach so. Ach, deswegen. Okay. Ja, okay. Ich hab nichts gesagt. Absolut nichts gesagt. Das war schon so, das ist schon so, das war nur Deko. Blockierung. Weiß. Soll ich hier lang? Bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob ich hier richtig bin. Was? Was sind Steine? Was lacht denn hier? What? Ach, das sind Köpfe! Ja. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, schade, nur 6. Ja, ich bin wahrscheinlich der 7. Nein, dann werden hier 7 Tage 7 Köpfe oder so. So, weg mit euch, Lachpfeifen. Was? Wieso verschwindet ihr nicht? Muss ich euch alle drauf haben oder was? Hallo? Ihr geht nicht weg! Okay, dann lasse ich euch mal weiterlachen. Über den Witz, den ich nicht verstehe. Klappe da unten. Ja, ich weiß, dass das Tor verschlossen ist. Da müsst ihr nicht lachen, deswegen. Ich mache ein Foto von euch. Und häng's ins Museum. Dann habt ihr nicht mehr was zu lachen. Ich glaube, ich muss dann da hinten lang, oder? Finde ich dann da einen Schlüssel? Oder hier? Sieht doch aus wie eine Art... Okay, ich kann da nicht lang. Warte mal. Da stand doch Mehl. Vollkommen normal, mitten in der Nacht einfach irgendwo herumstehen. Was? Warum haust du denn jetzt schon wieder ab? Lass mich raten, das Ziel ist, ich soll ihr folgen, ne? Aber interessant, sie kann offenbar jetzt normal durch die Gegend rennen, mit einer normalen Geschwindigkeit und nicht plötzlich sehr schnell oder sehr lahmarschig irgendwo durch die Gegend laufen. Hi. Mädel? Okay, fotografieren bringt nichts. Hallo? Du tust mir offenbar nichts. Nette Haarfarbe übrigens. Nö, was? Wie? Mann, schub mich doch nicht weg. Hallo? Wo ist die Tante? Hm? Ein betroffenes Elternpaar wandte sich jetzt selbst an die Öffentlichkeit. Ein ganzer Monat ist ins Land gegangen und die Polizei hat immer noch nichts vorzuweisen. Fühlt sich niemand für unser Leid zuständig? Haben die Beamten geschlafen? Während dieser Zeit wurden weitere Fälle vermisster Kinder bekannt. Da liegt der Schluss nahe, dass das alles irgendwie zusammenhängt, so einer der Dorfvorstehenden. Okay, also ich habe da in diesem komischen, umwickelten Etwas nichts gesehen gerade. Kann das sein, dass das hier eines dieser Paare ist, dessen Kinder wohl irgendwie abhanden gekommen ist? Kann ich hier irgendwo hin? Nö. Wo ist jetzt dieser Geist? Kann ich hier rein? Nö. Oder geht's hier irgendwo lang? Hm? Nee. Warum sind da überall an dieser Tür so Schilder? Das ist auch bei dem hier. Ah ja, das Mädel steht da hinten schon wieder. Nee, stand die nicht die ganze Zeit schon da?
Ich weiß es nicht, ich gehe mal lieber zu der Tür hier. Lass mich raten, geht nicht auf. Genau. Warum auch? Geht's hier vielleicht irgendwo rein? Nö, da ist eine unsichtbare Wand. Na gut, dann gehe ich zum Mädel. Was willst du denn? Was machst du denn? Wegrennen, kann ich auch. Sogar besser als du. Wobei, naja, halbwegs. Da kann ich auch nicht rein. Wo ist das Mädel? Aber da kann ich rein. Sind das ihre Schuhe? Ich glaube nicht. Aha, schöne Glotze. Beste Inneneinrichtung ever. Hallo. Oh. Ich habe jetzt nicht unbedingt erwartet, dass da jetzt jemand sitzt. Alter, wie? Was? Ich wollte gerade schon sagen, was hat die denn für aufgerissene Augen? Das sah aber jetzt einfach nur wegen dem Licht so komisch aus. Hüpfste. Okay, hinsetzen. Mache ich. Gerne. Und nu? Das ist nicht dein Ernst. So doof zum Hinsetzen, oder was? Oh, hi. War das nicht witzig gerade? Ich hab mich aufs Fressbrett gelegt. Und niemand anderes hat den Stuhl weggezogen. Alter. Someone to talk to. I was just heading back to my place to pick some stuff up and thought I saw you following me. So I was like, hey, that looks like Linda. Hi, Linda. Oh my gosh, we should totally play a game or something. Hide and seek, tag, I spy, rock, paper, scissors. It's so boring around here, you know? Holy crap, Linda. You look like a hot mess. What the heck have you been up to? Who am I kidding? Same old crazy busybody Linda. Always gotta be checking on everyone, everything, all the time. Okay. Erstens, wasch dir mal die Hände, deine Fingernägel sehen ziemlich dreckig aus. Zweitens, red mich doch nicht so plötzlich auf einmal an, meine Güte. Was war das denn gerade? Und drittens, was ist das da für eine Puppe? You okay there? Hello? Das sagt die Richtige. That's my name. Don't wear it out. Doch. Have you met Susie yet? Nein. Haben wir nicht die Puppe von meiner... Hat sie die gerade eine zweite Stimme gehabt? Ist das eine Puppe? Ist das eine dämliche Frage? Actually, I don't really know. Let's ask Susie. Susie says, it's somewhere you aren't supposed to be. Okay. Fällt sie dich immer so? No. No, she's not a doll. You're making Susie angry. No, Susie. No. Was? Hi. Was? Bin ich jetzt gerade gestorben oder was? Blöde Puppe. Steht ja sogar da unten, blöde Puppe. She said there's a radio tower in the village nearby. You can climb the ladder to the top and then fall all the way to the... Susie! That's not funny. That's mean. Okay. No, we never kill the living. Was? Wie war... Okay, offenbar ist sie wahrscheinlich von dieser Puppe besessen. Ja, okay, das war ja offensichtlich, ne? You're not supposed to be here. You know. You'll get out of here eventually. But before we make you leave, we have to make sure that you regret coming here. So you'll never return. Sorry, ich versuche ganze Zeit irgendwie so ein bisschen diesen Untertitel irgendwie weg von ihrem T-Shirt zu haben. Weiß auf weiß liest sich halt ziemlich beschissen, ne?